Der Klassiker unter den Ulm Mountains wird neu aufgelegt. Wir haben das Canyon Neuron für euch getestet. Und zwar nicht nur in der Alu, sondern auch in der Carbon-Version. Außerdem klären wir, ob sich das Upgrade lohnt für alle, die das alte Modell besitzen. Und zum Schluss des Videos schauen wir noch, ob der Spektral 125 nicht das bessere Ulm Mountain vom Canyon ist. Das Canyon Neuron hat in der Bike-Branche ein ähnliches Standing wie der VW Golf in der Automobilindustrie. Und es zählt zu den meistverkauften All Mountains weltweit. Und der Vorgänger hier war seit 2019 mit unveränderten Rahmen auf dem Markt. Es wundert also nicht, dass die Koblenzer ihren Kassenschlager neu auflegen. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Denn im Vergleich zum Vorgänger hat sich einiges, aber nicht alles geändert. Diesen Kabelschacht, der sich beim alten Modell formschlüssig ans Unterrohr geschmiegt hat, gibt es in der neuen Version nicht mehr. Ich fand die Lösung immer sexy, weil damit sowohl der Schaltzugwechsel, aber auch der Bremsentausch super easy vonstatten gingen. Beim neuen Carbon-Modell hat man sich hier aber, wie fast aktuell jeder Hersteller, für eine interne Zugverlegung durch den Steuersatz entschieden. Das Ganze ist optisch einfach ansprechender und hat außerdem konstruktive Vorteile. Wenn die Züge durch das Steuerrohr nach außen kommen, spart man sich zusätzliche Öffnungen im Carbon-Rahmen. Das reduziert nicht nur die Komplexität der Konstruktion, sondern auch das Rahmengewicht. Und wie schon bei unserem Video zum Scott Scale Hardtail betone ich auch hier wieder, trotz der Integration der Züge durch den Steuersatz gelingt der Zugwechsel intuitiv, wenn man einfach die Gabel ausbaut. Beim Alu-Modell werden die Züge im Gegensatz zum Carbon-Modell ganz klassisch im Unterrohr verlegt. Für meinen Geschmack fallen die Service-Luken etwas klein aus. Und auch bei den Gummiteilen hier am Ein- und Ausgang der Züge bin ich immer etwas skeptisch. Immer wenn man den Zug nämlich leicht hin und her schieben kann, birgt es langfristig das Risiko der Geräuschentwicklung. Um das zu verhindern, überzieht Canyon intern seine ganzen Leitungen mit solchen Schaumstoffhüllen. Was sich im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert hat, ist das geschraubte BSA-Tretlager und die Strategie bei den Laufrädern. Denn das Bike rollt nach wie vor in den Größen XS und S auf 27,5 Zoll Laufrädern. Ab der Rahmengröße M kommen 29er Laufräder zum Einsatz. Ebenfalls unverändert bleibt die Hinterbaukinematik. Und auch wenn es in der Bike-Branche fast schon ein Risiko ist, bei einer Neuentwicklung etwas nicht zu verändern, muss man Canyon zu dieser Entscheidung gratulieren. Ich teste seit über 15 Jahren Mountainbikes. Und wenn man den alten Neurons hier eins attestieren konnte, dann war es ein perfekt funktionierender Hinterbau. Auch beim neuen Modell arbeitet das Heck gewohnt antriebsneutral, spricht sensibel an und auf dem Trail fühlt es sich noch etwas mehr als den nominellen 130 mm Federweg an. Mit dem antriebsneutralen Hinterbau, dem niedrigen Gewicht und den gut rollenden Wicked Wheel Hinterreifen muss man selbst vor langen Anstiegen keine Angst haben. Außerdem passt ab der Rahmengröße M sogar zwei Flaschen in das Innere des Rahmendreiecks. Auch das zahlt auf den Tourencharakter des Canyons ein. Die letzten Jahre entwickelten sich die Gewichte in der Bikebranche in eine Richtung, und zwar nach oben. Canyon beweist hier Fingerspitzengefühl. Das Canyon Neuron 7, das hier vorhin steht, kostet 2.700 Euro und wiegt inklusive Pedale, Flaschenhalter und Schläuchen in den Reifen 14,4 Kilo. Das kann sich für ein Alubike dieser Preisklasse echt sehen lassen. Der Carbon-Rahmen wiegt nochmal mit 2.400 Gramm satte 600 Gramm weniger als die Alu-Version. Das Carbon-Top-Modell knackt damit die 13-Kilo-Marke. Das Canyon Neuron behält sich seine Kletterstärke im Uphill. Und genau das war auch ein Grund, warum der Vorgänger so beliebt war. Die Kritik, die sich der Vorgänger, vor allem zuletzt, aber immer öfter anhören musste, hatte ihren Ursprung im Downhill. Das lag vor allem an der leicht angestaubten Geometrie. Mit der Neuauflage des Neurons zeigt Canyon aber, dass sie niemals auf der Stelle treten. In unserem Geometrievergleich auf bike-test.com wird nämlich eindeutig ersichtlich, was sich verändert hat. Im Detailvergleich der Geometrien auf unserer Webseite sieht man nämlich, dass der Lenkwinkel flacher geworden ist und der Reach gewachsen ist. Das führt zu einem deutlich besseren Geometriescore. So, und jetzt fühlen wir den Neuron mal bergab auf den Zahn. Wir sind heute auf den Jura Trails bei Neumarkt unterwegs. Und hier ist es schon direkt mal ruppig. Und da merkt man, dass der Charakter des neuen Neurons im Vergleich zum alten deutlich erwachsener geworden ist. Durch den längeren Radstand, den längeren Reach, hat das Rad hier deutlich mehr Selbstvertrauen. Auch durch die engen Kehren
kommt das Bike echt gut durch. Das Fahrwerk ist tatsächlich genauso fluffig wie beim Vorgänger hintenrum. Offiziell hat es ja nur 130 mm Federweg. Inoffiziell fühlt sich das aber noch deutlich mehr an. Oh ja, hier ist mal richtige Slalomstrecke. Und da merkt man, wenn die Bäume hier so eng stehen, oh, hier wird's richtig eng, dass die Ingenieure den Charakter des Bikes nicht versaut haben, weil es bleibt nämlich deutlich verspielter. Wie zum Beispiel das Spektral 125. Und ehrlich gesagt, macht es richtig Spaß. Wer sich ernsthaft mit dem Kauf eines neuen All Mountains beschäftigt, der wird im Canyon Webshop das Canyon Spektral 125 mit dem gleichen Federweg an der Gabel wie das Canyon Neuron finden. Ganz ehrlich, Canyon macht es an dieser Stelle seinen Kunden nicht ganz einfach, denn wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir haben für das Video extra nochmal ein Spektral 125 besorgt, um das Bike ganz klar abzugrenzen. Was auf den ersten Blick auffällt, ist, dass im Spektral 125 beim gleichen Federweg eine 36er Gabel von Fox verbaut ist, wohingegen das Canyon Neuron immer auf eine 34er Gabel setzt. Mit ihren dickeren Standrohren ist die 36er Gabel prädestiniert für eine gröbere Gangart im Downhill. Der noch flachere Lenkwinkel und das gröbere Reifenprofil schlagen in dieselbe Kerbe wie die dickere Gabel. Man kann es kurz halten, das Canyon Spektral 125 ist das deutlich abfahrtsorientiertere Bike wie das Neuron. Wer Newschool-mäßig shredden, skippen, driften will, für den ist das Spektral 125 eine Option. Wer den Mountainbikesport nicht nur über die Abfahrt definiert, sondern auch das Bergauffahren als Teil des Sports sieht, für den ist das Canyon Neuron die bessere Wahl. Canyon beschreitet mit dem Neuron neue Wege. Wenn normalerweise neue Bikes in der Bikebranche präsentiert werden, dann geht es immer um komplette Neuentwicklungen. Canyon übernimmt einige Elemente des alten Neurons auch in der neuesten Auflage. Das zeigt, die technische Entwicklung des Mountainbikesports nähert sich langsam dem Zenit. Das Ergebnis gibt Canyon aber recht, denn das Canyon Neuron bleibt auch in der jüngsten Version ein exzellentes Bike für Alpenüberquerungen, lange Touren oder ausgedehnte Trailfahrten im Mittelgebirge. Auf bikenutest.com haben wir wie gewohnt alle Modelle vom Einstiegsmodell für 1800 Euro bis hin zum Topmodell miteinander verglichen. Außerdem zeigen wir euch, was der Markt sonst noch bietet